Und hier kommen wir an den Punkt, warum eine solche Stagflation, die jetzt hier natürlich rein zufällig passiert, eine super Sache für unser Thema Great Reset ist. Für die Veränderung unserer Volkswirtschaft. Seit Jahrzehnten erzählen uns die Volkswirtschaftslehrer, die Eliten, die Unternehmer, unser ganzes Gesellschaftssystem lehrt uns und bringt uns bei von klein auf. Kaufen, 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 kaufen und möglichst schnell wieder verkaufen oder wegschmeißen und Neues kaufen. Neueste Mode, das brauchst du auch noch, das hast du noch nicht. Fleisch muss sein, beiß rein. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Kauf dir das neueste Auto jetzt und nicht morgen. Nimm einen Kredit auf und kauf, kauf, kauf. Mehr, 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 mehr. Das ist unser Wirtschaftssystem der letzten Jahrzehnte, fast 200 Jahre. Aber jetzt haben die aktuellen Eliten, die jetzt große Konzerne beherrschen und über so viel Geld verfügen, dass Geld ihnen egal ist oder weitgehend, sondern dass sie viel lieber den Planeten verändern wollen, entschieden, das geht so nicht. Wir müssen dringend den Planeten retten. Das heißt, unser Wirtschaftssystem umbauen in ein weniger, weniger, weniger. Bitte nicht mehr kaufen. Kauf nichts mehr. Du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein. Bitte kauf nichts. Reise bitte nicht. Iss kein Fleisch bitte. Reduziere deinen Konsum. All you need is less. Bitte leih dir ein Auto. Kauf dir keins. Teil es dir mit anderen. Sharing. Bitte halt dich zurück. Wir müssen den Planeten retten. Nicht so viel Ressourcen vergeuden, CO2 erzeugen, was auch immer. Egal, was du tust, mach weniger. Das ist die neue Welt, das ist klar, darauf laufen wir raus, das ist kein Geheimnis, das ist ganz, ganz offene Doktrin, das zu tun. Ja, und eine Stagflation ist natürlich das Beste, was dafür hilfreich ist, denn wie kann ich denn die Leute am ehesten dazu bringen, dass sie weniger einkaufen, als wenn ihnen schlichtweg die Mittel dazu fehlen. Das heißt, wenn die Preise durch die Decke gehen, ist das schon mal toll, dann werden die Leute weniger konsumieren und damit weniger Ressourcen verschwenden und weniger CO2 emittieren. Und wenn sie dazu noch weniger im Geldbeutel haben, dann werden sie noch weniger kaufen. Also eine Stagflation mit einer, praktisch Verarmung ist vielleicht zu viel gesagt, aber mit einem Ressourcenentzug für die breite Masse der Bevölkerung ist die beste aller Welten, wenn man einen Great Reset ernst nimmt.